Thomas Gottschalk führt das ZDF vor in Sachen Meinungsfreiheit. Danke, Thomas. Immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. So, jetzt wird's interessant. Dann rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, das spielt keine Rolle. Die beiden werden zurzeit medial hart rangenommen. Normal, Digga. Querdenker halt, ne? Die Jungs sind ja auch am Schwurbeln hier und da, Bruder. Jeder, der ein bisschen schwurbelt und ein bisschen querdenkt, wird hart rangenommen. Habt ihr diese Rücktritts... Digga, das kann man sich eigentlich mal kurz hier im Stream reingeben, so. Habt ihr diese Rücktrittsrede wie heißt er nochmal? Haribo macht Kinder froh, Digga? Gottschalk, Digga. Thomas Gottschalk, hier, vor ZDF in Sachen Meinungsfreiheit. Danke, Thomas. So, lass mal kurz reingehen. Thomas Gottschalk habe ich mir reingezogen. Der Belasch hat das gepostet, Bro. Und da siehst du schon, also da kriegst du schon auf jeden Fall einen guten Geschmack dafür, wie das im Mainstream halt so läuft, meine lieben Freunde, ne? Das kennen wir ja. Also ich habe das am eigenen Leib auch gespürt so. Ja, lass das mal kurz reinziehen hier. Thomas Gottschalk führt das ZDF vor in Sachen Meinungsfreiheit. Danke, Thomas. Thomas den Man, Alter. Gib mir die Gottschalki-Vibes. So. Und ich bin dabei, mich mit meinen Worten von euch zu verabschieden, was ja letzten Endes kein trauriges Ereignis ist. Also ich stehe nicht hier und bin verzweifelt und sage, das war's nu, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles das, was kommt. Wie alt ist der Thomas eigentlich? Ich bin des Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll, aber... Sympathisch. Ich habe zwei Gründe. Der eine wäre, es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart? Und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen. Aber bringen die dem irgendwelche TikToker dahin, weißt du, wie ich meine? Die der nicht kennt, ja? Kennen sie nicht mehr. Und der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. So, jetzt wird's interessant. Dann rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und ist es nicht. Bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Das ist so krass, Alter, wie die Leute aus der Öffentlichkeit rausgeekelt werden, die noch eine Meinung haben, so, weißt du, wie ich meine? Und wie die ganzen Leute, die im Mainstream stattfinden und Reichweite haben, kontrolliert werden, so, dass man nicht mehr sagen darf, was man denkt, so, weißt du, wie ich meine? Und dass dann extremer Druck aufgebaut wird auf alle Leute, die in der Öffentlichkeit stattfinden, weil die Gesellschaft mittlerweile wirklich so engstirnig geworden ist, dass man gar nicht mehr outside vom Narrativ überhaupt noch irgendwas sagen darf, ohne Angst davor zu haben, gecancelt zu werden, weißt du? Und das zieht sich in allen Bereichen durch, so. In allen Bereichen, aus der Szene, wo ich komme, Hip-Hop-Szene, YouTube-Szene, generell Leute, die im Fernsehen stattfinden. Du bist einfach fast nicht mehr in der Lage dazu, das, was du denkst, noch wirklich auszusprechen, ohne mit Konsequenzen zu rechnen, weißt du? Es ist schon fast unmöglich geworden. Und die Leute, die in der Öffentlichkeit stattfinden, stehen heutzutage unter so einem extremen Druck. Und das Byproduct von dem ganzen Scheiß ist dann natürlich auch, dass du keine Leute in der Öffentlichkeit mehr siehst, die wirklich real sind. Das sind alles nur, die Leute trauen sich nicht mehr wirklich, sich selbst zu zeigen, sondern die präsentieren euch nur das, was sie präsentieren dürfen, bis zu einer bestimmten Grenze und nicht mehr weiter. Und es macht es auch beim Zuschauen nicht mehr wirklich funny und so. Weißt du, wir haben uns letztens Stefan Raab reingezogen. So eine Leute wie Stefan Raab oder so, die können, würden gar nicht heutzutage mehr stattfinden können, weil es einfach too much ist, weißt du? Zum einen, weil das Narrativ natürlich kontrolliert wird von den ganzen Companies und so, aber zum anderen auch, weil wir alle so eine Pussys geworden sind und uns von jedem Scheiß angegriffen fühlen, so. Wenn du nicht genderst, fühlen sich irgendwelche Leute angegriffen. Wenn du irgendwie einen Satz sagst, der mal ein bisschen drüber ist, so, dann kommen irgendwelche Leute und klagen dich an wegen Volksverhetzung und so. Sieht man auch jetzt bei Kaya Jana zum Beispiel. Auch ein gutes Beispiel aus der Öffentlichkeit im Mainstream, der jetzt mal ein Video gemacht hat über Palästina, wo er da seine Meinung abgegeben hat und ein paar Sachen eingeblendet hat und so. Und der wird wegen Volksverhetzung verklagt. Das musst du dir mal reinziehen. So weit sind wir gekommen mittlerweile. Da sind wir jetzt angekommen. Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum. Ohne das Publikum hätte alles keinen Sinn gehabt. Und nicht nur bei meinen gesamten
Wettkandidaten. Traurig, ja? Schade, ich schwöre. Also ich finde das echt schade. Und dass das wirklich auch mit ein großer Grund dafür ist, dass er jetzt zurücktritt, weil er nicht mehr im Fernsehen das sagen kann, was er zu Hause auf der Couch auch sagt, so. Weißt du? Das ist doch crazy, Bro. Das ist doch krank. Keine Ahnung, was sagt ihr dazu, Chat? Sehr verhaltenes Statement und jetzt schon Shitstorm, hahaha. Bei der Impfkampagne war er stramm auf Linie, bei mir deswegen unten durch, leider. Ja, das ist mir eigentlich scheißegal, Bruder, ja? Das ist mir scheißegal. Mich schuckt das gar nicht. So. Ja, die, Bro, jeder war auf Linie, Dicker. Die Rapper, die du noch heutzutage pumpst zu Hause, die waren auch alle auf Linie. Weißt du, was ich meine? Es gab eine Handvoll von Leuten so und die Zuschauer interessiert das auch gar nicht mehr richtig, habe ich das Gefühl, ob einer real ist oder nicht. Aber worüber ich mir jetzt Gedanken mache, ist einfach, weißt du, selbst so einer, der bei der Impfkampagne auf Linie war, hat das wahrscheinlich auch gar nicht gefühlt, da auf Linie zu sein. Weißt du, wie ich meine? Der war wahrscheinlich auch einer von den Kandidaten, der zu Hause sich gedacht hat, scheiße, Alter, voll kacke eigentlich so. Ich würde eigentlich ganz was anderes sagen zu dem Thema, aber ich kann nicht. So. Kann nicht. Und das ist schon krass. Traurig, dass man in Deutschland nicht mehr seine eigene Meinung sagen darf. Ja, ich finde es auch traurig. Ich finde es sad. Bruder, ich sag auf jeden Fall so, ich habe einen Großteil von meinem Respekt, also menschlichen Respekt habe ich immer vor jedem Mensch, so, keine Ahnung. Ich bin keiner, der jetzt irgendwie disrespectful oder so gegenüber jemandem wäre, weil er eine gewisse politische Meinung hat oder irgendwas promotet hat, was ich für sehr gefährlich halte. Werde ich den menschlich jetzt nicht disrespekten, aber ich habe generell sehr viel Respekt vor unserem ganzen Land verloren in der Corona-Pandemie-Zeit so. Insgesamt, weißt du, von der Bevölkerung, von YouTube, von Rap, von ganz vielen Menschen habe ich einfach generell ein bisschen an, ja, Alter, das, ich sehe diese Szene, diese Leute, die Bevölkerung, die Menschen einfach mit anderen Augen nach dem. Das hat mir einen Aufwachmoment gegeben. Heißt aber nicht, dass ich jetzt rumlaufe und irgendwie die beleidigen muss oder jetzt mich hinsetzen muss und das sind alles schlechte Menschen und so. Nee, Digga, aber ich habe das in meinem Kopf auf jeden Fall so abgespeichert, so okay, so funktioniert das halt. So funktionieren die Jungs innen, so die machen alles für Geld. So, Bro, das hat mir einfach nur gezeigt, wie es läuft. So.